Hallöchen, meine Lieben. Ja, willkommen zum Video. Ich habe für euch heute ein Teddy- und Wohlwort-Haul. Ich war nämlich heute mal woanders, wo Wohlwort und Teddy gibt's. Und ja, bei Teddy bin ich ein bisschen eskaliert. Und bei Wohlwort habe ich nur noch 5 Sachen gekauft. Genau. Bei Wohlwort habe ich mir diese Strasssteine gekauft. Ich hier ein letztes Mal. Und die Stickers, das war bei Wohlwort. Wie gesagt, wenn ich den letzten von dem finde, zeige ich dir. Achso, übrigens, wieso in der letzten Zeit kein Video gekommen ist, es liegt daran, mir ging es kopflich nicht ganz so gut, aber und ich muss noch mal ein bisschen Pause machen von ihr, damit ich ein paar Ideen mit euch sammeln kann. Genau. Jetzt starten wir Teddy. Und zwar, ich bin leicht eskaliert. Die hatten diese Boxen hier, was ihr unten seht, hatten die runtergesetzt von 4 auf 1,55. Und ich habe gleich alle mitgenommen, was es da gab. Und zwar zweimal mit Deckel. Genau. Genau. Und zwar habe ich die gleich 5-mal mitgenommen. Die sind etwas kleiner. Das sieht man auch schon an der Größe. Genau. Eine Maschine. Die durften mit. Für die habe ich auch 1,50 bezahlt. Genau. Ich mach einfach mal, wie ich da rankomme. Dann habe ich Blöcke entdeckt. Ich habe mir nicht genug. Die gebe ich aber mit euch in einem separaten Video. Machen wir durch. Einmal diesen hier. Ist ein 30x15 Block. Einmal den. Übrigens, hier ist noch der goldene Strass. Dann habe ich von den Boxen 2 mitgenommen. Die hatten dann nur 2. Von 3 auf 1,55. Genau, weil die hier ein bisschen offen sind, aber das stört mich ja nicht. Genau. Dann habe ich mir diese Filzstifte mitgenommen. Die kosten normalerweise 2,50. Ich habe dafür jetzt 1 € bezahlt. Diese Stickers. Oder ich zeige es euch gleich, ich räume danach dann auf. Dann habe ich mir 3 Blöcke mitgenommen. Der hat natürlich 5 € gekostet, aber ich mag den so sehr, ich mochte den so sehr gerne. Ich blätter den gleich nochmal mit euch durch. Einmal den. Und die beiden haben 3 € gekostet. Dann den und den.
Wie gesagt, die blätter ich mit euch gleich durch. Habe ich mit dieses Stickers mitgenommen. Faltbox in diese Größe. Und dann habe ich Bänder, Klebeband gesehen. Zwar das 4 Euro kostet, aber ich habe noch eins, was 2 Euro kostet. Aber schaut mal die Farbe an. Ich fand die so schön. Genau, 4 Euro. Kommt auf meine Projekte drauf, aber ich habe auch ganz viele für 2 Euro. Und zwar die. Und zwar sehen die so aus, da steht kein Preis, ich habe nachgefragt, 2 Euro. Dann die. Diese beiden. Und den. Doppelseite des Klebern durfte natürlich auch nicht fehlen. Diese Stickers. Bei Wurland, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, habe ich mir nochmal diese Lollis mitgenommen. Ich mag die total gerne. Und weil Teddy hat mit diesen Stickers mitgenommen. Ja, das war der Einkauf und genau. Ich werde jetzt erstmal alles verräumen und dann zeige ich euch gleich nochmal die Blöcke. So, ich muss einen kurzen Cut machen. Genau, ich wollte euch noch die Blöcke zeigen. Einmal den. So, der. Jetzt kommt 30x30 Blöcken. Das sind 24 Blöcken mit 2x24 mit 7. Ich fand das Papier so cute. Sowas finde ich ja richtig schön.
Das war der. Dann haben wir so Reisemotive. Mit London, Berlin, Tokio. Ist ja auch irgendwo in New York. Los Angeles. New York scheint. Dublin. Da sind alle dreimal drin. Ist 3x8 Designs. Dann habe ich noch den. Auch wieder doppelseitig und Glanz. Genau, das waren die Blöcke. Das waren die Blöcke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, bis dann. Ciao, ciao.